Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es unter anderem um die Digitalisierung im Handel. Außerdem, wie gehe ich Geschäftsbeziehungen mit China an? Und wir sind im besten Biomarkt Deutschlands zu Gast. Zu unserem ersten Beitrag. Online gehen, aber wie? Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft und die Wirtschaft fundamental. Für den stationären Einzelhandel stellt sie die vielleicht größte Herausforderung aller Zeiten dar. Mit allen Chancen, allerdings auch mit allen Risiken. Um Unternehmer hier umfassend zu informieren, veranstaltet die IHK Niederbayern regelmäßig Praxisabende mit Top-Referenten. Digitalisierung im Handel lautete der Titel einer Veranstaltung kürzlich in Deckendorf. Der Saal im historischen Deckendorfer Rathaus war bis zum letzten Platz mit interessierten Zuhörern besetzt, um den verschiedenen Referenten zum Thema Digitalisierung im Handel zuzuhören. Nach der Eröffnung und Begrüßung durch Anton Fink, dem IHK-Vizepräsidenten der IHK in Deckendorf, zeigte Dr. Ernst Stahl von der IB Research GmbH, was im E-Commerce künftig zu erwarten ist. Im Moment haben wir ca. 8% Anteil des E-Commerce am gesamten Einzelhandel. Wenn man das allerdings fortschreibt, dann ist es so, dass man bis 2020 von 13% ausgehen kann. Vor allem die Bequemlichkeit veranlasst viele Menschen vermehrt dazu, im World Wide Web ihre Produkte zu kaufen. Wir haben eine Erhebung durchgeführt und es ist eben nicht so, dass es am Preis liegt, den man im Internet oft billiger bekommt, sondern viele Leute sagen halt, es ist für mich bequemer, es ist einfacher und komfortabler und dann kauft man es eben halt im Netz, bevor man vielleicht halt lange Wege in Kauf nimmt. Die immer leistungsfähigeren Mobiltelefone sorgen laut den Erhebungen der IB Research GmbH zusätzlich dafür, dass der Konsument fast jedes Produkt zu jeder Zeit und an jedem Ort erwerben kann. Der Kunde von heute hat halt sein Smartphone in der Hand. Das heißt, man muss auch mobil gefunden werden. Das heißt, jeder Händler muss einen Kartendiensteintrag haben, bei Google gefunden werden, die Öffnungszeiten eintragen. Anton Fink, der IHK-Vizepräsident Deckendorf, war mit der Veranstaltung überaus zufrieden. Die Fragen und die Reaktionen der Zuhörer haben überzeugend gezeigt, dass es richtig war, diese Veranstaltung als Informationsveranstaltung durchzuführen. Darüber hinaus weist der Inhaber der Antonius Apotheke in Deckendorf, der mit seinen Arzneien deutsche Fußballvereine, Box-Champions und mehrere Fluglinien versorgt, wie wichtig ein adäquater Internetauftritt ist. Mit Hilfe des Internets und unserer Shops und unserer Informationshinweise im Internet haben wir es geschafft, dass man auf uns aufmerksam geworden ist. Und dann muss man natürlich zeigen, ob man das hält, was man vorher verspricht. Die Inhaberin von Bakari, Petra Heinack, schilderte den Zuhörern, wie sie es mit Hilfe eines gelungenen Webauftritts schaffte, renommierte Unternehmen als Großkunden zu gewinnen. Wenn wir zum Beispiel so Mailing rausschicken oder Telefonakquise machen und dann einen Probekuchen, Musterkuchen rausschicken, dann gehen die Firmen natürlich zuerst mal auf die Homepage. Die schauen, wer ist die Frau Heinock, wer ist Bakari, die Kuchenbotschaft, und da muss man sie, in dem Moment muss man sie einfach gut präsentieren. Mein Paradebeispiel ist immer das Ritz-Carlton in Berlin. Wir sind Lieferant im Ritz-Carlton und nur wahrscheinlich A, durch die Akquise, die wir gemacht haben, B, natürlich den Auftritt, den wir mir auf der Homepage hingelegt haben, und dann natürlich dann die Zusammenarbeit. Da greifen einfach viele Faktoren ineinander und es muss einfach alles zusammenspielen. Dass man auch den umgekehrten Weg vom E-Commerce zum stationären Handel gehen kann, zeigte der IT-Director von MyMüsli, Robert Müller. Ganz wesentlich hierbei sei eine genaue Analyse des Kundenstamms, um das Unternehmen strategisch sinnvoll ausrichten zu können. Unser Online-Bereich ist unglaublich wichtig für unsere Marketingstrategie, weil wir natürlich so unsere Kunden am besten kennen können, die Kunden am besten ansprechen können und auch den Webshop für unseren Kunden ausrichten können. Das heißt, da wird auch richtig viel Zeit investiert, damit wir unsere Kunden kennenlernen und uns nach denen eigentlich ausrichten. Die Teilnehmer der IHK-Veranstaltung waren von den praktischen Fallbeispielen und den Ausblicken des Meinungsforschungsinstituts überaus beeindruckt.
Sehr interessant mal wieder. Das war jetzt die dritte IHK-Veranstaltung, auf der ich innerhalb der letzten 1,5 Jahre war. Was mir sehr gefallen hat, waren die Vorträge. Weil einfach so viele Blickpunkte sind, also unterschiedliche Bereiche und auch über die Ebenen verteilt. Man hat ja immer als Händler und auch als Dienstleister immer im Hinterkopf diesen Online-Handel. Online ist für mich schon ein großes Thema. Und zwar aus dem Grund, weil einfach die Erreichbarkeit zum Kunden wesentlich gesteigert wird durch das, dass man online geht. Man kann es auch in vergleichsweise nicht Digital Native höherem Alter offensichtlich tun und den Leuten einfach mal ein bisschen auch den Mut zuzusprechen, dem Ganzen nicht den Rücken zu kehren und hier einfach mal das Ganze beim Schopf zu packen, diese Chancen. Ansonsten kann es einem passieren, wie Herr Neckermann gesagt hat, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit und bei Neckermann ist es leider so eingetreten. Die IHK Niederbayern bietet ihren Mitgliedern über das ganze Jahr hinweg verschiedene Veranstaltungen, um auf aktuelle Situationen oder auch Besonderheiten auf Märkten hinzuweisen. Im Wirtschaftsgespräch geht es heute um den asiatischen Markt. Hierzu gab es kürzlich eine IHK-Veranstaltung mit dem Titel Interkulturelle Kompetenz als Schlüssel zum chinesischen Markt. Reinhold Siegel im Gespräch mit der Referentin. Den chinesischen Markt im Fokus. Was muss man bei Kooperationen mit chinesischen Partnern berücksichtigen und was sollte man über Land und Leute wissen? Die Antworten darauf hat Dr. Hildegard Heindl. Sie ist Geschäftsführerin der Sinolog Projektservice Ostasien GmbH in München. Frau Dr. Heindl, herzlich willkommen. Ich grüße Sie. Sie beraten Unternehmer, wenn es um Kooperationen geht, um Kontakte zu chinesischen Geschäftspartnern. Was macht Sie persönlich denn zur China-Expertin? Ich habe in München an der LMU Sinologie studiert und ein Jahr in Taiwan studiert. 5 Jahre als Dozentin an der LMU gearbeitet und seit 1999 berate ich taiwanesische, chinesische und europäische Kunden im Rahmen ihres China-Geschäfts. Also eine sehr langjährige Expertise. Man sagt ja, Frau Dr. Heindl, Chinesen denken anders als wir. Stimmt das? Und wenn ja, inwiefern? Chinesen denken anders, wenn man davon ausgeht, dass sozusagen die Sprache den Menschen beeinflusst und das Denken oder die Denkstrukturen des Menschen beeinflusst. Chinesen nehmen wahr über Bilder. Die chinesischen Schriftzeichen waren ursprünglich Bilder. Man hat versucht, das zu malen, was man sieht. Diese Bildsprache, die ihr Vorstellungsvermögen anregt, man muss ja versuchen zu identifizieren, um was es geht, beeinflusst ihre Denkstruktur. Chinesen lernen über die rechte Gehirnhälfte, was eher zu ganzheitlichem Denken führt und dazu führt, dass Chinesen induktiv argumentieren, was bedeutet, sie bringen das Wichtige und Wesentliche am Ende. Welche Rolle spielt der Konfuzianismus? Sie haben einen Workshop gegeben bei der Industrie- und Handelskammer und da war das mit einer der Überschriften, die Auswirkungen des Konfuzianismus auf das moderne China. Gibt es diese Auswirkungen? Es gibt sie immer noch. Ich möchte 2 Werte hier ansprechen. Der eine ist Hierarchie und der zweite ist Harmonie. Das heißt, man versucht, das Verhalten von Gruppen zu regulieren, indem man ihnen Spielregeln vorgibt. Hält die Gruppe sich an diese Spielregeln? Also erkenne ich den Oberen an und untergebe mich dem Oberen und verhalte mich dementsprechend, habe ich immer Harmonie in einer Gruppe. Diese beiden Werte treffen Sie in der jetzigen chinesischen Gesellschaft noch an. Man kann sagen, in jeder Delegation und auch in jeder Firmenstruktur. Da muss man Bescheid wissen. Setzen denn chinesische Unternehmer im Dialog dann auch voraus, dass man sich mit der Geschichte ihres Landes beschäftigt hat? Das ist sicher sinnvoll. Man sollte spätestens im 19. Jahrhundert einsteigen und sich mit der chinesischen Geschichte beschäftigen. Das macht Sinn, weil sonst kann man nicht reagieren oder verstehen, warum Chinesen gelegentlich so und so reagieren. Verständnis ist ein gutes Stichwort. Da ist ja Gestik und Mimik sehr wichtig. Man kann bei der Kommunikation beim Gegenüber möglicherweise ablesen, stößt das, was ich ihm erzähle, bei ihm auf Interesse oder eher weniger. Da tun wir uns bei Chinesen eher schwer. Das stimmt, die haben eine andere Gestik oder weniger Mimik auch. Man kann Basics anschauen, dass man sagt, gut, Chinesen lachen oft an anderen Stellen. Die lachen aus Verlegenheit, aus Schreck, sind wir sehr irritierend. Sie mögen nicht gern fixiert werden. Also beim Gespräch, dass ich sie die ganze Zeit anschaue, das ist unüblich in China. Man sollte mehr wegschauen. Sie finden es furchtbar, dass wir uns laut und intensiv schneuzen. Und sie finden es wiederum nicht schlimm, dass sie gern spucken. Ja? Das sind Dinge, die muss man sich beobachten und die kann man schwerer zuordnen. Was wichtig ist in der chinesischen Gesellschaft ist, dass man indirekt kommuniziert, aufgrund dessen, dass man das Gesicht des Gegenüber wahren soll.
Verschiedene Dinge, die Sie nennen, erscheinen uns ja zunächst mal ungewohnt, sind Verhaltensregeln, die sind ja nicht alltäglich bei uns. Das betrifft wohl auch dann den Umgang mit dem Essen. Es ist ja bestimmt auch notwendig, dass man in China oder auch hier vor Ort, wenn chinesischer Partner hier ist, gemeinsam mal ein Geschäftsessen durchführt. Worauf muss man hier achten? Wenn ich zum Essen gehe, dann geht es darum, dass das Geschäftsessen der verlängerte Verhandlungstisch ist. Aber auch die Möglichkeit, persönliche Nähe aufzubauen. Ich will mein Gegenüber kennenlernen, das machen Chinesen gerne. Ich muss dem anderen näher kommen. Also gehe ich dahin und erzähle Privates von mir. Es ist wichtig, dass man alles, was man angeboten kriegt, probiert. Sollte Ihnen was nicht schmecken, dann geben Sie ein Teilchen wieder weg und sagen, ich esse es nicht fertig. Sonst signalisieren Sie, dass Sie davon noch wollen. Man sollte mit Stäbchen essen. Man sollte das Essen auch loben. Man muss mittrinken, das ist ganz gefährlich in China, weil man trinkt nie alleine. Das heißt, sie werden aufgefordert zu trinken. Und jedes Glas wird auf Ganbei getrunken. Ganbei heißt Prost, im Chinesischen trockenes Glas. Sie müssen immer Ex trinken. Nachdem die Deutschen meistens mit einer kleinen Delegation unterwegs sind und 10, 12 Chinesen gegenüber sitzen, ist es oft ein bisschen gefährlich, weil diese 12 Chinesen wollen auf sie trinken und sie müssen das Ganze nochmal erwidern. Man kommt oft nicht nüchtern raus, aber es ist eine Frage des Gesichts, so ein Spiel mitzuspielen, und es ist wichtig, den Chinesen damit auch Freude zu machen. Interkulturelle Kompetenz also ein ganz wichtiger Baustein, ein Schlüssel zum geschäftlichen Erfolg in China. Frau Dr. Heinlich, danke Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Danke sehr. Ich bedanke mich ebenfalls. Dankeschön. Zum Schluss schauen wir in den Landkreis Freyung-Grafenau nach Waldkirchen. Dort in komplett renovierten Räumen der 300 Jahre alten Sausmühle ist er beheimatet, der beste Biomarkt Deutschlands. Wie man zu dieser Auszeichnung kommt, was es da alles gibt und was Bogners Bio, so heißt der Markt, von den anderen unterscheidet, das zeigen wir Ihnen jetzt. Idyllisch gelegen, die über 300 Jahre alte Sausmühle bei Waldkirchen. Jetzt kommt sie zu neuen Ehren, denn hier befindet sich Bogners Bio, Deutschlands bester Bioladen. Nach 2013 erhält Bogners Bio bereits zum zweiten Mal die Goldmedaille in der Klasse bis 99 Quadratmeter. Ausgezeichnet von dem Naturkostmagazin Schrot und Korn und seinen Lesern. Ja, wir haben uns total gefreut. Ja, wir haben das, auch, das haben ja letztendlich meine Kunden gemacht und wir haben halt das einfach auch an unsere Kunden dann wieder zurückgegeben. Dass uns das total gefreut hat. Wie der Name sagt, ist bei Bogners Bio alles Bio. Und das aus gewachsener persönlicher Überzeugung für Bioprodukte seit ca. 25 Jahren. Mit entsprechender Sorgfalt erfolgt die Auswahl für den Laden. Dann versuche ich so das Besondere einfach zum Auszusuchen. Ich habe viele kleine Händler auch, wo ich noch stehe. Und einfach von den Produkten, dass wir uns die besten immer auszusuchen. Da haben wir ja nicht so viel Platz, sage ich mal, für 10 verschiedene Öle. Wir schauen halt einfach, dass wir uns da die besten dann für uns die besten aussuchen und für unsere Kunden. Neben Obst, Gemüse, Fleisch und Wurst gibt es mehr als 60 Käsesorten. Eine weitere Besonderheit ist sicher der ganz besondere Charme der komplett renovierten alten Räumlichkeiten und auch der Kundenkontakt ist einzigartig. Ich weiß, dass sie einfach wohlfühlen bei uns. Das ist einfach das ganze Ambiente in dem Laden, einfach diese Atmosphäre. Es geht immer ein Gespräch mit dem Kunden, man kennt den Kunden persönlich. Es ist einfach, ja, die fühlen sich wohl bei uns, trinken gerne noch mal eine Tasse Kaffee oder manche sagen, es ist also eine richtige Auszeit, das Einkaufen. 2012 haben die Bogners den Bioladen eröffnet und die Erwartungen wurden weit übertroffen. Das Sortiment regelmäßig erweitert. Heute gibt es bei Bogners Bio über 2500 Bioprodukte im Sortiment. Und wer weiß, vielleicht kommt auch schon bald wieder eine neue Auszeichnung dazu. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende angelangt. Das war die Mai-Ausgabe unseres Magazins für die niederbayerische Wirtschaft. Wir sehen uns wieder, wenn Sie wollen, am 16. Juni. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.
Für die niederbayerische Wirtschaft ist Business TV und entsteht in Kooperation mit der IHK Niederbayern.